Hallo Leute, willkommen zurück bei D2D. Wie versprochen zeigen wir euch heute den allerersten Scan mit dem Medit-Scanner anhand unseres gedruckten Standardmodells. Man merke, wir haben auch sonst ein bisschen mit den Druckern gespielt und unser Logo hier verewigt. Auch dazu ist ein schönes Video entstanden, werden wir euch bestimmt auch noch einmal zeigen. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit dem Medit-Scan. Gerade schon angekündigt, wollen wir nun auch einmal in Medias Res gehen und wirklich scannen. Wir beginnen mit dem Medit i500. Der Flo hat schon die Software Meditlink geöffnet. Wir machen es jetzt gerade nur mal aus sitztechnischen Gründen. Es wird ein neuer Fall angelegt. Wie schon erwähnt, die Software Meditlink hat keine PVS-Schnittstelle. Hat keine Schnittstelle zur PVS. Das heißt, wir müssen in dem Fall jetzt den Patienten händisch eingeben. So, wir registrieren das Ganze und starten den Scan. Vom Prinzip her, bei jeder Scan-Software ist die Herangehensweise ähnlich. Wir haben das Zahnschema, wählen einen oder die Zähne aus, die zu präparieren sind, haben dann die Auswahl, quasi einen digitalen Laborauftrag anzulegen. Wir können Angaben machen, wollen wir eine vollanatomische Krone haben, wollen wir ein Provisorium machen, welches Material wollen wir benutzen. Möchte ich gar nicht so groß drauf eingehen. Können wir euch gerne auch noch mal zeigen, wenn es jemanden interessiert. Schreibt es uns in die Kommentare, machen wir gerne, wenn es gewünscht ist. Auf unserem schon vorgestellten Standard-Scan-Modell. Es sind mehrere Kronen möglich. Wir haben jetzt mal nur die Krone 1.6 angelegt. Wenn wir noch einen zweiten machen möchten, ganz schön in der Software, man kann den Zahn kopieren. Sprich, wenn man einmal Farbe, Form etc. definiert hat, kann man das einfach rüber kopieren auf den nächsten Zahn. Du bist fertig, wie ich sehe. Nee, noch nicht. Ja, ich habe mich verklickt. Genau, da auf das Häkchen. Wunderbar. So. Und es kann losgehen. So, als erstes Scanner einschalten. Hier unten ist die Ein-Aus-Taste. Er läuft an, man hört den Kühler, Licht geht auch an, schönes Blau, wie früher bei VW. Fährst du nicht in Loop? Das war jetzt wieder Product Placement. VW-Zahlung bitte an mich. So. Das Ganze startet. Wir haben hier auch nochmal aufgeführt verschiedene Hilfefenster, die zu dem, da wird Max aber gleich noch was zu sagen, zu den verschiedenen Schritten entsprechend Hilfestellung für den Behandler geben und eine Checkliste, die zu Anfang quasi einmal gezeigt wird. Genau. Ganz wichtig, bei jedem Intraoral-Scan, jetzt auf Modell, nicht ganz so spannend, das Ganze muss so trocken und blutfrei wie möglich sein. Durch Feuchtigkeit bekommen wir Reflexionen, die streuen und dadurch wird die Aufnahme gleich unsauberer, wenn nicht sogar unbrauchbar. Also wirklich zusehen, möglichst trocken zu arbeiten. Einige Kollegen arbeiten mit diesem Optra-Gate, hält die Wangen auf. Ich persönlich mag es nicht, da bleibt immer meine Scanspitze hängen. Werden wir euch aber gerne auch nochmal bei einem Patientenfall zeigen. So, ich glaube, wir können loslegen. Den Scan aktiviert man durch Druck auf die obere Taste. So, er zeigt mir jetzt sogar sein gewünschtes Scan-Protokoll an. Schön ist diese Doodle-Musik. Scan-Protokoll beim Scannen, auch bei jedem Scanner im Prinzip immer gleich. Man beginnt mit den okklusalen Flächen, die einfach aufgrund der naturgegebenen, aufgrund des naturgegebenen Reliefs die meisten Referenzpunkte bieten. Der nächste Zug ist dann immer palatinal entlang. Die Musik zeigt mir übrigens an, dass er die Verbindung hat, dass er weiß, wo er ist. Angenommen, ich ziehe jetzt mal weg. Jetzt weiß er nicht, wo er ist. Die Musik wird leiser. Wenn ich wieder näher rangehe, weiß er wieder, wo ich bin. So. Und danach ist dann der nächste Zug noch von den Bukalflächen. Da fehlt mir ein bisschen was, dann gehe ich noch mal ein Stückchen zurück. Die Software bildet das schön ab, wo er Fehler hat oder wo er zu wenig Informationen hat. Entstehen keine Bildpunkte, da zieht man dann noch einmal hinterher.
grundsätzlich das Ziel bei jedem Scanner, versucht so wenig Züge wie möglich zu machen, denn wenn er immer mehr Daten übereinander legt, wird der Scan tendenziell eher ungenauer. Aber nur als Tipp, lasst euch Zeit mit dem Scan. Das ist einfach, das geht sowieso relativ schnell. Wie lange brauchst du für einen Scan? 1 bis 2 Minuten. 1 bis 2 Minuten, das ist von der Zeit her irrelevant. Man muss so ein bisschen gucken. Der Emerald zum Beispiel will eine recht zügige Führung haben. Da zieht man etwas schneller. Mit dem Medit hatten wir euch ja auch in unserer Ankündigung oder in der Vorstellung schon vorgestellt. Habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Da muss ich mich selber gerade so ein bisschen dran tasten. Ich finde, der Scan ist schon mal sehr sauber. Können wir uns auch einmal auf dem Monitor angucken. Ja, zwei, drei kleine Fehlstellen. Die sind jetzt aber für die Krone, die ich machen möchte, sind sie irrelevant. Ja, da den Approximalkontakt, ja, kein Problem. Das Schöne ist, wir brauchen beide Approximalkontakte noch einmal. Das Schöne ist, man setzt einfach nochmal an, startet nochmal den Scan. Er findet sofort, wo er war. Erster Approximalkontakt. Muss man jetzt so ein bisschen schwenken. Zweiter Approximalkontakt. Wir gehen rüber auf die andere Seite. Auch das findet er sehr zügig, gefällt mir wirklich gut. Mal sehen, ob es am Patientenmund dann wirklich genauso ist. Approximalkontakte sind drauf und wir haben den Oberkiefer im Kasten. Zeitaufwand jetzt, ich habe mir auf die Uhr geguckt, unter einer Minute ungefähr. Was ganz interessant ist hier, solltet ihr zum Beispiel tiefere Sulki haben oder irgendwie einen Implantatfall, können wir hier auch noch die Scantiefe ein bisschen verstellen. Das ist recht einzigartig am Markt. Habe ich bei den anderen Scannern jetzt noch nicht gesehen, ich dieses Feature. Ich kann es auch noch nicht. Aber solide. Kann ich mir vorstellen, ist bei Implantatversorgung mit einer hohen Gingiva-Höhe durchaus von Vorteil, um wirklich schöne Ausformung des Sulcus hinzukriegen. Klick doch mal auf den Unterkiefer, bitte. Machen wir weiter. Gerne. Also hat er keine Weiterführung über irgendwelche Tasten? Nein, hat er leider nicht. Okay, muss man wirklich Tasten drücken. Deshalb die Empfehlung, holt euch dazu eine medizinische gekapselte Maus und vielleicht auch eine externe Tastatur, die ihr Wisch desinfizieren könnt, einfach der Hygiene wegen. Im Unterkiefer, es ist wieder dieselbe Abfolge. Ich werde jetzt einfach mal probieren, etwas zügiger zu ziehen. Oh, das geht gut. Also dafür, dass der Medit-Scanner auf dem Markt immer als das Low-Budget-Version oder als der Low-Budget-Scanner verschrien ist, bin ich davon mal echt begeistert. Qualität gefällt mir. Schön. Ja, sieht wirklich gut aus. Da noch so eine kleine Fehlstelle. Die Musik finde ich jetzt persönlich so ein bisschen nervig. Mal gucken, ja, wie lange ich die noch anlasse. Aber gewöhnungsbedürftig. Unterkiefer ist fertig. Prima. Auch da haben wir kleinere Stellen, die noch ein bisschen unsauberer sind. Aber das ist alles ja nur als Gegenkiefer jetzt zu betrachten. Jetzt interessiert mich aber mal, was rechnet er daraus, wenn wir jetzt in das nächste gehen und uns nachher das Modell angucken. Was schauen hat er von Natur aus? Ich springe in den nächsten Scan, das ist schon der Buccal-Scan. Genau. Aha, er zeigt mir beide Kiefer getrennt. Er zeigt jetzt hier auch an den entsprechenden Zähnen immer den Counterpart dazu. Okay. Ah, zack, ist schon kling, hat er die erste Seite. Mich interessiert jetzt, will er auch noch eine zweite Seite haben? Kannst du einfach mal ausprobieren. Das scheint er gar nicht zu wollen. Er ist zufrieden. Anscheinend. Er ist wohl anscheinend zufrieden mit einem Kieferscan. Bei großen Restaurationen, bei denen ich die Stützzonen sonst auflöse, mache ich es für gewöhnlich so, dass ich beide Buccal-Scans, also rechte und linke Seite, mache, um einfach eine höhere Präzision reinzukriegen. Gut, wie geht's weiter in der Software? Jetzt wäre schon der Berechnungsschritt da. Wir können uns jetzt angucken, was dabei tatsächlich rauskommt. Hier haben wir noch die Optionen, wie die Datenverarbeitung angegangen werden soll, welche Schritte oder welche Verlängerungen quasi am Modell zugelassen werden. Okay. Wir nehmen hier das Standardmodell und schauen mal, was die Berechnung ergibt. Ich denke, die Bereiche in den Interdentalräumen, wo du quasi diese leichten Fehlstellen hattest, die wird er auch einfach ausgleichen, indem man einen glatten Schnitt macht. Aber
Vermutung. So, jetzt können wir uns das Ganze einmal im Dateiviewer anschauen. Die Rohdaten hinterliegen hier schon und er ist noch im Post-Processing. Aber ich denke, das kann sich schon wirklich sehen lassen. Natürlich ist jetzt hier die Farbgebung noch aktiv. Wir können die auch wegnehmen und ausschalten. Die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, wir werden mit Sicherheit noch mal ein separates Video dazu machen, wie das aussieht mit den mit einer tatsächlichen Patientensituation und die ganzen Einstellungsmöglichkeiten noch mal ein bisschen enger beleuchten, die Software uns bietet. Aber für den Moment, denke ich, ist das auf jeden Fall der Beweis. Wir können damit auf jeden Fall, was die Modelle betrifft, schnell und sauber arbeiten. Auf jeden Fall. Wie ihr gesehen habt, mit dem Medit sind wir super parat gekommen. Wir haben alles auf dem Modell aufnehmen können. Das Bismatchen hat funktioniert. Und jetzt schauen wir weiter, wie das Ganze mit dem Emerald im nächsten Video aussieht. Es war mein erster Scan mit dem Medit. In der Bedienung bin ich mittlerweile auch Firma geworden. Und übrigens, man kann doch weiterschalten. Man muss einen Doppelklick auf der Taste machen. Dann kommt man in den nächsten Menüpunkt, bevor hier jetzt gleich die Kommentare scheppern, dass ich da was Falsches gesagt habe. In dem Sinne, bleibt uns treu, abonniert uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.